Hallo und willkommen zurück bei Pretty Old Pixel. Mein Name ist Dirk und wir spielen heute wieder Mega Man 5. In der letzten Folge haben wir Gyro Man geschafft, was sehr, sehr einfach war irgendwie. Weil da die Waffe von Gravity Man endlich mal funktioniert hat. Da passt die Reihenfolge. Also, wir sind jetzt mit dem Gyro Cutter irgendwas mit so einem Boomerang ähnlichen Teil ausgestattet und ich überlege, wofür wir das wieder brauchen. Und weiß es nicht. Ich vermute Crystal Man, Napalm Man, ich muss raten, ehrlich gesagt. Ich nehme mal Crystal Man. Weil Kristalle kann man schneiden? Nee, ich weiß es nicht. Aber der Level ist schön. Der Level erinnert ein wenig sehr an die Gemini Man Stage, auch musikalisch. Huch. Okay. Und die Gegner sind mal andere. Allerdings immer noch nicht sonderlich schwierig. Aber ich glaube, die Musik gehört mit zu dem Besseren. Das sieht ja recht so aus, als könnte man da irgendwie hin, ne? Aber ich glaube, das ist eine Finte. Kann man das zerschießen? Wenn ich genug Reflex hätte, vielleicht. Ah, ein Muster ist unregelmäßig, das ist ja blöd. Ich springe einfach, sobald einer gefallen ist, in der Hoffnung, dass ich nicht sofort einen auf den Deckel kriege. Wenn ich da einen abkriege, bin ich, glaube ich, gleich im Loch. Oh, das ist jetzt aber der Superstreuer hier. Na, 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 komm. Okay. Geschafft. Ach hier, Dingens, Utensilo ist auch wieder dabei. Das will ich aber nicht, Utensilo. Gib mir mal was, womit ich mehr anfangen kann. Ah, Energietank. Energietank ist immer gut, den habe ich nämlich noch nicht. Überhaupt so, Energietanks und ähnliches waren bisher in den Levels recht dünn gesät. Oh. Moment mal, die kenne ich aber auch noch, die haben sie doch aus Mega Man 4 übernommen. Die Sprites. Da waren sie doch in der Skullman Stage, nur diesmal haben sie... Anstatt Knochen zu werfen, schießen sie diesmal Kristalle. Okay. Kann man machen. Halten aber nicht viel aus, die Jungs. Und sind auch treffbar, selbst wenn... Ne, sind nicht treffbar. Ah, okay. Sind nur treffbar, wenn sie gerade nicht leuchten und ihren Kristall da aufladen. Na gut. Dann warten wir ein bisschen. Ja, ah, wusste ich's doch. Sieht aus, als könnte man da unten noch hin, aber nein, offensichtlich nicht. Ja, das war das Fiese an dieser Stage. Einmal falsch gesprungen, tot. Es wäre schön, wenn man das irgendwie... Ich will mich ja nicht beschweren, aber der Schwierigkeitsunterschied zwischen das ist ein normaler Gegner und das ist eine Todesfalle, wo du Reflexe wie ein Kaninchen haben musst, ist recht groß. Gucken, ob ich das nicht... jetzt nicht hier schon gleich drauf gehe. Na komm. Okay. Weil die Fallgeschwindigkeit ist doch recht hoch. So, ich glaube, ich könnte ein Leben... Oh, nehme ich. Haben wir das Leben auch wieder raus. Obwohl, ich glaube, ich hätte auf den E-Tank sparen können. Wäre vielleicht auch hilfreich gewesen. Das wäre jetzt so ein Moment für so einen Flashman-Timestopper. Mit den Sachen hier, ne? Es ist aber auch. Sollte ich da vielleicht einfach mit dem Rush-Jet durchfliegen? Das probieren wir gleich mal. Sonst dauert das ja noch ewig hier. Ich kann mir von Utensilo jederzeit wieder ein Leben holen. Insofern ist das hier echt so eine Never-Ending Story. Dann versuchen wir da doch einfach mal mit dem Jet durchzukommen. Das könnte tatsächlich das Problem lösen. Hier noch nicht, weil hier ist irgendwie der Abstand zur Decke noch größer. Da ist das Zeitfenster besser. Die Musik ist ganz nett, der Hintergrund ist ganz nett. Hallo?
Einzeln, einzeln, einzeln. Das macht wohl nur einzeln. Da weiß ich es nicht. Da hätte es mich gerade fast gehabt. Okay. So. Noch ein Versuch. Ich will eigentlich lieber einen E-Tank. Komm runter in Silo. Lad nochmal durch. Ja, gut, komm. Was soll's. Von mir ist auch das Leben. Der ist auch schön positioniert hier, weil er ja einen gar nicht treffen kann. So. Probieren wir das mal. Huch, Moment. Das hat bisherhin ganz gut funktioniert. Schießt er nochmal? Ah. Dann warten wir, ob das da hinten auch nochmal schießt. Komm schon. Okay. So, und bevor ich jetzt hier drauf gehe an der Stelle, nochmal was. Nein. Da bringt er mir nichts. Herrgott, wie kriege ich den noch auf die Höhe? Ach so. Oh. Okay, so geht's. Das war ein bisschen übertrieben wahrscheinlich. Ich hätte auch einfach springen können, aber jetzt hier nochmal abstürzen, habe ich keinen Bock zu. Das war ja auch nicht so wirklich kompliziert. Das auch nicht. Laden wir den Jet mal wieder auf. Ich hatte letztens mal wieder Mega Man X gespielt für das Super Nintendo und da ist mir doch... Oh, sehr schön. Sehr positiv aufgefallen, dass man die L- und R-Tasten zum Wechseln der... zum Wechseln der Waffen verwenden kann. Das fehlt mir gerade hier so ein bisschen. Das bringt nicht... Nein! Das bringt nicht viel, wollte ich sagen. Weil der ja immer wieder kommt. Oh! Sagt ihr nie was von E-Tank? Den nehmen wir mal. Ich glaube, wir müssen... Ich bin mir ziemlich sicher, wir müssen links weiter und das war eine Falle. Mal schauen, ob ich recht hatte. Fast. Ich hätte... Na gut, ich hätte nicht nehmen müssen. Ich glaube, ich will oben lang. Hier, kommt. Nehmen wir mal das Rush Coil. Und, das irgendwie anders funktioniert als in den bisherigen Teilen. Okay. Kann man die irgendwie treffen? Oh, ein... Was ist denn ein M? Nein! Weg da! Nein! Was ist denn ein M? Ich habe einen M-Tank. Ah, ich glaube, der M-Tank, der lädt alles wieder auf. Der ist auch neu. Haben wir jetzt auch einen von, sehr schön. Nein, ich will noch nicht sterben. Oh, Ding ist... Ha! Sehr gut, das haben wir mitgenommen. Da war nämlich das V, ne? Ja. Okay, nicht, dass wir den Buchstaben auslassen. Das müssen wir nochmal das ganz normal machen. Das war ja... ärgerlich. Okay, da habe ich nicht reagiert. Aber... da auch nicht. Ha, da aber. Oh. Ich warte einfach mal hier oben, der kommt ja nicht hoch, oder? Oh Gott. Timing. Ja, also... Ja, der hat ja richtig was da gelassen. So, ich habe die Hoffnung, dass die Gyro-Attack da geholfen hat. Ich weiß nicht. Wenn nicht, muss ich mich da durchbeißen. Ich weiß es nicht mehr. Mal sehen. Ich glaube, den kommt man werfen, dann nach oben oder unten ablenken. Jo, wer war's? Oh. Tja. Das war einfach. Und wir hatten die richtige Waffe dabei. Gut, Crystal Man schmeißt halt ab und zu mal diese vier Kristalle, die auch ganz gut treffen, aber das hat er nur einmal gemacht. Haben wir wohl Glück gehabt. Damit bekommen wir... Das sieht auch aus wie Gemini Man. You got Crystal Eye. Oh, das Kristallauge. Okay. Crystal Man wäre geschafft. Wir haben auch noch nach wie vor alle Buchstaben gesammelt, dass wir hinterher Beat bekommen. Und insgesamt sind wir wahrscheinlich, so wie ich das jetzt sehen kann, auf einem guten Weg. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.